Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ihr merkt schon, ich bin nicht der Papa, ich bin Alex und was es hier heute gibt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Angeln mit Alex. So heißt sein Insta-Account. Wenn ihr mehr über ihn wissen möchtet, klickt einfach mal an, lasst ein Abo da, der freut sich. Und ich habe mich hier drüber gefreut. Drei wunderbare Forellen. Bei der einen hat er schon den Kopf abgebissen, da hat er wohl Hunger gehabt. Und ich möchte heute meinen Masterbuilt Gravity 800 Griddle ausprobieren. Er ist ein Smoker, dann soll er auch mal smoken. Ja? Die drei werden gleich einfach nur ganz einfach, ganz easy peasy, ohne viel Schnickschnack geräuchert. Dazu brauche ich noch, wie heißen die Dinger? Zahnstocher, genau. Diese Lappen hier auseinanderzuhalten. Die werden hier einfach so reingesteckt, dann kann der Rauch auch hier reinziehen und ich kann den Fisch gleich schön auf den Grill platzieren. Das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns am Grill wieder. Hier könnt ihr das sehen, da sind die Zahnstocher in den Fisch quasi reingepiekst, damit der Rauch schön einziehen kann. Der Masterbuilt ist aufgeheizt, steht jetzt bei 111 Grad, 110 reichen mir, aber na, so hundertprozentig ganz genau kriegt man es auch nicht so hin. Ich habe schon die oberen beiden Ablageroste rausgenommen und jetzt platziere ich den Fischifisch. So, erstmal den ohne. Normalerweise hätte ich jetzt dieses Bear Rib Halter genommen aus dem schwedischen Möbelhaus. Leider finde ich die gerade nicht. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Letztens Beef Whips gemacht, da hatte ich sie noch. Jetzt sind sie weg. Ich glaube, ich muss mir mal neue bestellen. Ja, und wetten, wenn ich sie dann bestellt habe, dann finde ich sie. Aber solche Halter kann man nie genug haben. So, also das ist jetzt hier kein großes Riesen-Shishi-Rezept, ja. Das möchte ich heute auch gar nicht, sondern ich möchte einfach nur gucken, was kann der Masterbuilt, ja. Wie wird der Fisch, wenn ich ihn jetzt hier, ich sag mal gut, 30, 45 Minuten, vielleicht auch eine Stunde, je nachdem, ich muss mir einfach den Fisch immer mal wieder anschauen, wie er dann aussieht. Hier Räucher. Räucherchips habe ich im Übrigen unten in dieser Auffangschale reingeschmissen. Eine ordentliche Hände voll von Black Selig Räucherchips sind, wie ich finde, mit einer der geilsten Teile, die es gibt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, mach mal. Ich bin gespannt. Und für alle die, die es jetzt noch interessiert, den Fisch habe ich 24 Stunden in eine Salzlake eingelegt, damit er auch diesen typischen salzigen Geschmack bekommt. Ich habe pro 1 Liter Wasser 60 Gramm Salz genommen. Ja, das dann erstmal ordentlich verrührt, dass sich alles auflöst und dann den Fisch reingelegt. Lasst mich jetzt nicht lügen. Ich meine, ich habe in der Schale 4 Liter Wasser gebraucht. Ja, rechnet euch dann hoch, 240 Gramm Salz. Ja, und das dann über 24 Stunden liegen lassen. Wenn ihr es weniger einlegt, schmeckt der Fisch weniger salzig. Wenn ihr es länger einlegt, dann schmeckt der Fisch sehr salzig und vielleicht sogar noch ein bisschen wässrig dabei. Das wollen wir nicht. Ansonsten bei den Räucherchips ist auch noch wichtig, ich habe sie jetzt einmal nicht gewässert, extra nicht, weil ich möchte es jetzt ausprobieren, ja, wie funktioniert es mit gewässerten und mit ungewässerten, ja, und der Fisch ist mein Versuchskaninchen, mein Versuchsfisch, und ihr seid die, die darunter leiden müssen. Es tut mir leid, so hat jeder sein Kreuz zu tragen, aber ich glaube, ihr könnt damit ganz gut leben. So, jetzt ist er gerade bei 113 Grad, ich glaube, da hat er sich jetzt eingepegelt und ich warte mal ab. Ich trinke jetzt erstmal ein Teechen. Ist doch ein bisschen kühl hier draußen. Ja, Stunde. Stunde hat es gedauert. Jetzt sieht es aber super aus. Ich schnapp mir mal den Teller und hole mir mal
ein Forellchen runter. Ja, mit dem Spare Rib Haltern wäre es einfacher gewesen. So. So. Da ist er. Gucken wir doch mal, oder? Wollt ihr näher kommen? Ja, dann kommt näher. Hier seht ihr nochmal den Fisch in seiner vollen Pracht. Hallo. Ne, da ist er. Hallo. So. Und woran merkt man, ob er gut ist? Man kriegt die Rückenflosse easy peasy raus. So, das haben wir schon mal. Und dann kann ich mal gleich hier versuchen, so ein bisschen abzukratzen. Was soll ich sagen? Prost! Genau so. Das Einzige, was ich am Fisch doof finde, sind die Gräten. Ist klar, ich probiere mal wieder Fisch. Zack, sofort eine Gräte drin. Ja, das war's. Mir schmeckt der Fisch. Ja, da habe ich jetzt noch zwei drin. Die hole ich gleich auch noch raus. Lasse noch ein bisschen abkühlen. Dann werden sie bissfester. Und dann verteile ich das an meine Nachbarn hier. Und einer ist unser Abendbrot, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Im Übrigen arbeitet der Gravity sehr gut. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, auch mit der Steuerung per App. Ja, man ist oben im Wohnzimmer und kann einmal kurz gucken, was sagt denn die Temperatur. Finde ich mega. Ja, also sowas mag ich. Das erleichtert einen ein bisschen das Arbeiten. In diesem Sinne, nette Kommentare bitte in der Kommentarbox. Ich schreibe noch irgendwas in der Infobox, zum Beispiel den Link von Angeln mit Alex. Und abonnieren von diesem Kanal. Nicht vergessen, bitte. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal nämlich wieder, wenn es heißt Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue.